Welches Tier ist das? Eine Schneeflocke und einen Bär. Ist es vielleicht ein Schneeflockenbär? Oder ist es vielleicht ein Schneebär? Oder ist es vielleicht ein Eisbär? Und damit, hi Leute, na, was geht ab? Willkommen heute zurück zu einem weiteren Video und oh mein Gott, Leute, es ist so unfassbar warm hier drin. Ich dreh durch, wirklich, es ist so warm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, es ist mega warm und es ist warm. Okay, mir fällt da drauf nichts weiteres ein, Leute. Es ist übertrieben warm. Aber vielleicht kühlt euch ja heute mein Video ab. Leute, wir werden heute nämlich ein Video schauen. Und zwar ist es, schaffst du diese Tiere zu erraten? Das große Tierquiz. Und wir haben hier als allererstes eine Schneeflocke und einen Bären. Und wir müssen anhand von verschiedenen Emojis erraten, was das für ein Tier ist. Und ihr könnt natürlich zu Hause alle mitspielen. Und ich würde sagen, wir fangen nicht lang rum. Starten rein. Let's go, Leute! Woo! Okay, Leute, wir haben hier den Eisbär, würde ich direkt sagen, oder? Das war ja schon klar, es ist der Eisbär. Schnee und Bär ist gleich Schneebär. Ein Eisbär meine ich natürlich. Es ist der Eisbär. Let's go, Leute. Let's go. So, ob wir richtig liegen oder nicht, sagt uns gleich das Licht. Okay, und es ist der Eisbär. Ja, okay, so schwer war das jetzt eigentlich nicht. Okay, welches Tier ist das? Und wir haben hier einmal einen Clown und einen Fisch. Und natürlich wird das dann sehr, sehr wahrscheinlich der Clownfisch sein, oder? Wird es der Clownfisch sein oder nicht? Das sagt euch gleich. Okay, ich höre auf damit, Leute. Aber ich denke, es ist der Clownfisch. Super easy. Super easy Ding. Und es ist der Clownfisch. Sehr, sehr nice. Habt ihr schon mal einen Clownfisch gesehen? Sieht mega cool aus. Okay, welches Tier ist das? Und zwar haben wir hier einen Fluss und ein Pferd. Und ich denke mal, das ist das gute alte Flusspferd. Oder? Und es ist das Flusspferd. Natürlich, Leute. Ich als Tierkenner weiß natürlich, dass es das Flusspferd war. So, welches Tier ist das? Wir haben hier eine Ameise und einen Bär. Und natürlich ist das das Rüsselschwein. Klar, es ist das Rüsselschwein. Nein, Leute, ich mache nur Spaß. Es ist der Ameisenbär, okay? Es ist der Ameisenbär, weil da ist eine Riesenameise und ein Bär. Und das ist nice. Let's go. Das ist, glaube ich, das richtige Ding. Und der Ameisenbär. Nice. So, hier haben wir eine Trophäe und einen Fisch. Vielleicht ist das der Goldfisch? Ich weiß es nicht. Ist es der Goldfisch oder der Preisfisch? Das ist der Goldfisch. Es ist der Goldfisch. Es ist der Goldfisch. Leute, kurzen Applaus für mich. Danke. Dankeschön. Danke, danke. Natürlich. Ich bin Profi, Leute. Ich bin Profi. Wissen wir. Okay, als nächstes haben wir hier einmal einen Kaktus, einen Typ, der rennt und eine Maus. Kaktusmaus. Rennende Kaktusmaus. Rennende Wüstenrennmaus. 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 Es ist die Wüstenrennmaus. Wüstenrennmaus. Danke. 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 Vielen lieben Dank. So, hier haben wir Schildfrosch. Ein Schildfrosch? Was denn Schildfrosch? Schildfrösche? Froschschild? Schildkröte? 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 Alter, ich sag Froschschild, Schildfrosch? Was soll denn das sein? Okay, als nächstes haben wir eine Welle und einen Löwen. Seelöwe? Ist es der Seelöwe vielleicht? Ein Seelöwe. Leute, ist es der Seelöwe? Und da haben wir den Seelöwen. Meine Güte, da ist er. Und Leute, mir ist so ultra warm. Ah! Als nächstes haben wir hier die Dusche und einen Bären. Es ist ein Waschbär. Ich sage, es ist der Waschbär, Leute. Was ihr sagt, ist mir egal. Ich nehme den Waschbär. Ich glaube, es ist der Waschbär. Und es ist der Waschbär. Sehr cool. Waschbären sind mega cool. Als nächstes Tier haben wir einen Haufen Kacke und einen Typen, der dahin zeigt. Vielleicht meint er mich selber. Vielleicht zeigt er auf mich gerade. Ein Haufen Kacke. Bin ich ein Haufen Kacke? Nein, ich bin Lars. Hä, was ist das für ein... Was soll das für ein Tier sein, bitte? Hallo? Oh mein Gott. Ein Kakadu. Ha, ich bin so doof. Ey, wer hätte das gewusst? Wer hätte das denn bitte gewusst? Ein Kakadu. Ja, okay. Ich dachte erst, der meint mich, dass ich jetzt ein Haufen Kacke bin. Naja, als nächstes haben wir hier eine Nase und einen Bären, ja. Und wie man eins und eins zusammenzählt, wird hier der Nasenbär herauskommen. Nice. Ich habe noch nie einen Nasenbär in echt gesehen, fällt mir so auf. Das nächste ist wieder eine Eisflocke und einen Leopard. Und vielleicht ist es der Schneeleopard. Schneeleopard? Den gibt es, oder? Habe ich mir den gerade noch ausgedacht? Ich glaube, einen Schneeleoparden gibt's. Ein Schneeleopard. Okay, doch, den gibt's anscheinend. Leute, stopp, bevor ihr jetzt wieder irgendwas sagt mit Lars, warum weißt du sowas nicht? Man weiß doch, dass es einen Schneeleoparden gibt. Habt ihr schon mal einen Schneeleoparden gesehen? Ich habe noch nie einen Schneeleoparden gesehen. Ja, deswegen existiert er in meiner Welt einfach nicht. Das ist ein Fabelwesen. Oh mein Gott, okay, wir machen weiter. Tut mir leid, Leute. Wir haben übrigens auch schon wieder ultra spät. Deswegen, wir gucken weiter. Okay, wir haben als nächstes hier
einen See und den Stern. Das ist der gute alte Patrick Star, der Seestern, Leute. Der gute alte Seestern. Und da haben wir den Seestern. Oh yeah! Okay, hier haben wir wieder Schnee und einen Hund oder ein Wolf ist es, glaube ich. Und ich denke, das ist der Schneehund. Ha! Oder ein Husky. Oder ein Husky. Es könnte auch ein Husky sein. Ein Husky, aber das ist ja eine Hundeart. Wolf. Wolf, Schneewolf? Schneewolf? Polarwolf? Ist es nicht das gleiche? Ein Schneewolf und ein Polarwolf? Ich weiß es nicht, Leute. Gibt es da einen Unterschied? Ich google das jetzt. Das hier ist ein Polarwolf. Das da ist ein Schneewolf. Schneewolf, Polarwolf. Schneewolf, Polarwolf. Schneewolf, Polarwolf. Hm. Okay, macht gar keinen großen Unterschied. Weiter geht's. Okay, es ist ein Siebenschläfer. Das ist ja wirklich das Einfachste gewesen überhaupt. Ein Siebenschläfer. Aber tatsächlich weiß ich gar nicht, wie ein Siebenschläfer aussieht, gerade aus dem Kopf raus. Wie sieht so ein Siebenschläfer aus? Oha! Oha, voll süß. Die sind ja mega putzig. Guck mal, einfach so ein kleiner Siebenschläfer. Oh, die sind ja richtig süß. Warum heißen die eigentlich Siebenschläfer? Warum heißt ein Siebenschläfer Siebenschläfer? Finden wir es heraus, Leute. So. Woher hat der Name Siebenschläfer seinen Namen? So wie man schon vermutet, der Siebenschläfer heißt so, weil er etwa 7 Monate im Jahr schläft. Was? Echt jetzt? Oha, voll cool. Der schläft ja mega lang. So wie ich, Leute. Ich schlafe auch immer 7 Monate im Jahr. Crazy. Okay, der good old Siebenschläfer. Richtig süß. Richtig, richtig süß, so ein Siebenschläfer. Cool, das war richtig. Okay, schauen wir doch mal. Was kommt als nächstes? Eine Giftraupe? Giftwurm? Blutwurm? Was ist denn ein Blutwurm? Spritzenwurm? Eine Raupe? Keine Ahnung. Irgendein Wurm halt. Ein Blutegel? Ein Blutegel? Okay, natürlich. Das ist Seepferd. Seepferd ist das. Oder Meerpferd. Ich glaube, es ist das Seepferd. Let's go. Und das Seepferdchen ist es. Also ich habe jetzt, habe ich Seepferdchen gesagt oder habe ich Seepferd gesagt? Keine Ahnung. Hier haben wir Igel und ein Schwein. Borstenschwein vielleicht? Ein Igelschwein? Nee, es gibt gar kein Igelschwein. Borstenschwein? Stachelschwein! Es ist ein Stachelschwein! Stachelschwein. Wie komme ich denn auf Borstenschwein? Was soll denn ein Borstenschwein sein? Stachelschwein. Da haben wir es doch. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Seehund? Jetzt sag mir jetzt nicht, dass es hier ein Seehund ist. Es ist der Seehund. Es ist der Seehund einfach. Oh mein Gott. Das ist der Zitronenfisch. Der Orangenfisch. Der Mandarinenfisch. Der Orangenfisch. Der Fisch, der mit der Orange tanzt. Der orangene Fisch. Orangenfisch. Früchtefisch. Fruitfisch. Fischers frisch, frische Fischers, frisches, frisch. Mandarinenfisch? Ich wusste nicht mal, dass es einen Mandarinenfisch gibt. Habe ich keine Ahnung. Und jetzt zeigt er mir hier irgendein Aquarium. Leute, das war crazy. Mega cool. Falls ihr Bock auf nochmal so ein Quiz habt, lasst es mich doch super gerne in den Kommentaren wissen und super gerne hier den Kanal abonnieren und super gerne sehen wir uns morgen wieder. Leute, ihr wisst Bescheid. Kuss geht raus an euch. Küsschen und ja, ich gehe jetzt weg vom PC, weil es einfach so warm ist. Schöne Tage wünsche ich euch, Leute. Tschüss.